Wie kann man mit dem Verkauf von Alkohol 300 Milliarden Dollar machen? Die Antwort lautet, indem man die CCP, also die Kommunistische Partei Chinas, süchtig macht und ihnen ein Vermögen abverlangt. Das klingt wahrscheinlich ziemlich entmutigend und grenzt an die Unmöglichkeit, aber ein Unternehmen namens Guizhou Moutai hat genau das geschafft. Der Name kommt euch wahrscheinlich nicht bekannt vor, aber Guizhou Moutai ist das 25. größte Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von 307 Milliarden Dollar. Zum Vergleich, das ist mehr als Coca-Cola und Pepsi, was Guizhou Moutai zum größten Getränkehersteller der Welt macht. Tatsächlich ist das Unternehmen auch fast das größte Lebensmittelunternehmen der Welt und wird nur noch von Nestlé übertroffen. Sie sind auch das zweitgrößte chinesische Unternehmen und müssen sich nur Tencent geschlagen geben. Das ist zweifellos beeindruckend, aber wenn man sich ansieht, wie viel Moutai kostet, ergibt das alles einen Sinn. Eine einzige Flasche Moutai kostet je nach Alter zwischen 300 und 44.000 Dollar. Bei einer 500 Milliliter Flasche sind das zwischen 60 Cent und 88 Dollar pro Milliliter. Selbst menschliches Blut kostet nur 39 Cent pro Milliliter und wir haben bisher nur von normalem Moutai gesprochen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass alte Moutai für mehr als 1 Million Dollar verkauft werden. Dies hat es Guizhou ermöglicht, jedes Jahr auf 20 Milliarden Dollar Umsatz und 13 Milliarden Dollar Nettogewinn mit einer Nettomarge von über 53% zu kommen. Aber das war nicht immer so. Noch vor 20 Jahren erwirtschaftete das gesamte Unternehmen gerade einmal 200 Millionen Dollar Umsatz und 75 Millionen Dollar Gewinn, was bedeutet, dass es Guizhou innerhalb von 20 Jahren gelungen ist, um das 100- bis 200-fache zu wachsen. Was sich im Aktienkurs widerspiegelt, der um das 290-fache gestiegen ist. Selbst wenn man Google beim Börsengang gekauft hätte, hätte man nur eine 50-fache Rendite erzielt. Wie hat sich Guizhou Moutai, also mit einem Getränk, das wie verfaulter Kohl schmeckt, von einer kleinen Brennerei zum weltgrößten Getränkehersteller entwickelt? Nun, die Antwort ist ein bisschen Täuschung, einige mächtige Verbindungen und eine Menge brillantes Marketing. Sprechen wir also über die verrückte Geschichte von Guizhou Moutai. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Guizhou keineswegs ein Traditionsunternehmen ist. Tatsächlich wurde die aktuelle Version erst Ende 1999 gegründet, aber das gleiche kann man nicht über Moutai sagen, das einigen Quellen zufolge mehr als 2000 Jahre alt ist und bis 135 vor Christus zurückreicht. Das war während des Aufstiegs der Han-Dynastie. Die Han-Dynastie ist eine der stärksten Dynastien in der Geschichte des Landes und herrschte mehr als 4 Jahrhunderte lang über einen Großteil des heutigen Chinas. Viele der Traditionen und Kulturen, die wir heute mit China verbinden, lassen sich auf die Han zurückführen. Es wäre also nicht weiter verwunderlich, wenn auch Moutai von den Hans populär gemacht wurde. Die Geschichte besagt, dass ein Diplomat aus der westlichen Han-Dynastie namens Tang Meng im Jahr 135 vor Christus in ein unabhängiges Königreich namens Nanyue reiste. Während dieser Reise soll Tang ein Getränk genossen haben, das er in die Han-Dynastie zurückbrachte. Laut Legenden und der eigenen Geschichtsseite von Guizhou ist dies der Ursprung von Moutai. Aber was wäre, wenn ich euch sagen würde, dass das alles nur eine Fassade ist, eine Legende, die von Guizhou zu Marketingzwecken verbreitet wird? Historischen Gelehrten und Aufzeichnungen zufolge gab es tatsächlich einen Mann namens Tang Meng, der im Jahr 135 vor Christus nach Nanyue reiste. Es gibt sogar Beweise dafür, dass er dort ein Getränk genossen hat, aber dieses Getränk war nicht Moutai, sondern Zhujiang. In Wirklichkeit ist Moutai also nicht annähernd so alt, aber es liegt im Interesse von Guizhou, die Menschen trotzdem davon zu überzeugen. Ein großer Teil der Anziehungskraft von Moutai besteht darin, dass es das ist, was die größten Chinesen der Geschichte getrunken haben, und dass es das Getränk Chinas ist. Diese Ideologie und der chinesische Stolz sind es, die das Getränk wirklich verkaufen, denn das Getränk selbst ist abscheulich und faulig. Ich habe es zwar nicht selber gekostet, aber hier sind einige Zitate von Kritikern. Stellen Sie sich verfaulten Kohl, Ethylalkohol und Farbverdünner vor, gemischt und gestreckt. Das erste Mal, als ich Moutai probierte, schmeckte es wie Motoröl. Ich habe noch nie jemanden getroffen, selbst auf dem Höhepunkt des Alkoholismus, der bereit war zuzugeben, dass er den Geschmack tatsächlich mochte. Keine dieser Kritiken ist wirklich überraschend, wenn man bedenkt, dass Moutai 53% Alkohol enthält. Moutai ist ein Getränk, dessen Geschmack bestenfalls umstritten ist und das nichts mit der Han-Dynastie zu tun hat. Die eigentlichen Wurzeln des Moutai gehen auf die viel modernere Qing-Dynastie zurück, die zwischen 1644 und 1911 an der Macht war.
Irgendwann in dieser Zeit führten einige nordchinesische Destillateure offenbar einige fortschrittliche Techniken ein, um eine besondere Art von Baijiu zu schaffen, die als Moutai bekannt ist, aber auch hier handelt es sich größtenteils nur um Gerüchte. In Wirklichkeit war die Erfindung des Moutai unspektakulär und weitgehend unbekannt, weil es eigentlich gar keine große Erfindung war. Diese nordchinesischen Destillateure stellten einfach einen klassischen Schnaps her und nutzten das Klima und die Zutaten, die ihnen zur Verfügung standen. Das Klima und die Zutaten verliehen dem Schnaps einen einzigartigen Geschmack, der seither zum Markenzeichen von Moutai geworden ist. Während Quaichou also gerne behauptet, Moutai sei eine Art magischer Saft mit einer 2000-jährigen Geschichte, ist Moutai in Wirklichkeit nur ein x-beliebiges lokales Getränk mit zweifelhaftem Geschmack. Aber nichts von alledem würde Moutai in den 1900er Jahren zurückhalten. Wie bei vielen beliebten Produkten hat die Beliebtheit von Moutai mehr mit dem Ruf als mit dem inneren Wert zu tun. Und der Ruf von Moutai lässt sich bis ins Jahr 1915 zur Panama Pacific International Exposition zurückverfolgen. Die Ausstellung fand in San Francisco statt und ist eines der monumentalsten Ereignisse der amerikanischen Geschichte. 9 Jahre vor der Ausstellung erlebte San Francisco das schlimmste Erdbeben jemals mit einer geschätzten Stärke von 7,9. Die Ausstellung sollte zeigen, dass nicht nur San Francisco, sondern ganz Amerika bereit war, alles zu überstehen und sich von allem zu erholen. Daher wurde diese Ausstellung wie nie zuvor vermarktet und zog satte 18 Millionen Menschen an. Auf der Ausstellung wurden einige der fortschrittlichsten technischen Errungenschaften der damaligen Zeit präsentiert, wie zum Beispiel Amerikas erstes transkontinentales Telefonat. In einer Ecke der großen Ausstellung befand sich ein Exponat für chinesische Moutai. Moutai war zwar nicht annähernd so beeindruckend wie ein transkontinentales Telefongespräch, aber zweifellos ein Schwergewicht unter den Spirituosen. Das Aroma und der Geschmack waren etwas, das der Rest der Welt noch nie erlebt hatte. Das machte sie nicht nur auf der Ausstellung populär, sondern sie gewannen sogar eine Goldmedaille und etablierten damit Chinas Präsenz auf der Weltbühne. Dies war das erste Mal, dass Moutai mit chinesischem Stolz in Verbindung gebracht wurde, aber es war bei weitem nicht das letzte Mal. Das Ereignis, das Moutai zu einem Klassiker machen sollte, war der chinesische Bürgerkrieg zwischen 1927 und 1949. Dieser Krieg wurde zwischen der von den Vereinigten Staaten unterstützten Republik China und der von der Sowjetunion unterstützten Kommunistischen Partei Chinas ausgetragen. Die Armee der CCP wird als Volksbefreiungsarmee bezeichnet und die Legende besagt, dass Moutai diese Armee zum Sieg führte. Angeblich tranken die Soldaten der Armee während der Schlacht am Chishui-Fluss Moutai, um ihre Stimmung zu heben und ihre Wunden zu desinfizieren. Diese Schlacht war der Wendepunkt des blutigen 22 Jahre dauernden Krieges, der zum Sieg der CCP führte, und so wie diese Schlacht legendär wurde, wurde es auch Moutai. Um es klar zu sagen, wir wissen heute nicht einmal, ob diese Soldaten Moutai tranken, aber das ist die Geschichte, die sowohl von Quaichou Moutai als auch von der CCP verbreitet wird. Nach dem Krieg hat die CCP dieses Image noch verstärkt und damit geworben, dass Moutai das Lieblingsgetränk des chinesischen Führers Mao Zedong war. Aber nicht nur Mao genoss dieses Getränk. Schon bald wurde Moutai auch bei ausländischen Führern sehr beliebt. Der wohl bemerkenswerteste Fall war der des US-Präsidenten Richard Nixon im Jahr 1972. Dank des Kalten Krieges waren China und die USA bis zu diesem Zeitpunkt praktisch Erzfeinde. Das Treffen zwischen Richard Nixon und dem chinesischen Staatschef Chou Enlai war also ein absolutes Novum und zur Feier dieses monumentalen Ereignisses in Peking servierte die CCP natürlich Moutai. Wir wissen nicht, was Präsident Nixon von dem Getränk hielt, aber sein Außenminister Henry Kissinger äußerte sich sehr viel deutlicher. Er sagte, "Ich glaube, wenn wir genug Moutai trinken, können wir alles lösen." Dieses Ereignis zementierte den Moutai nicht nur als Getränk der Chinesen, sondern auch als Getränk der Elite, was uns zum heutigen Quaichou Moutai führt. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte wandelte sich Moutai von einem Zeichen des Stolzes zu einem Statussymbol. Es war das Getränk der Millionäre und Milliardäre und wenn man einen wichtigen Gast empfing, war es Standard, ihm Moutai zu servieren, aber es gab keine Standardmarke. Obwohl alle Moutai aus der Stadt Moutai kamen, gab es bis 1999 mehrere Marken, aus denen man wählen konnte. Im Jahr 1999 fasste die CCP alle namhaften Moutai-Brennereien in einem staatlichen Unternehmen namens Quaichou Moutai zusammen. Damit wurde zwar ein Monopol geschaffen, aber das war keine große Sache. Es ist ja nicht so, als würden Apple und Google fusionieren, vielmehr handelte es sich um einen Haufen lokaler Brennereien, die zusammen gerade einmal einen Umsatz von 200 Millionen Dollar erzielten. Aber wie konnte dann ein so kleines Unternehmen zum größten Getränkehersteller der Welt werden?
Die Antwort ist eigentlich nicht besonders komplex. Ein Blick auf das chinesische BIP-Diagramm erklärt vieles. Damals, im Jahr 1999, betrug das BIP Chinas 1 Billion Dollar. Heute liegt das BIP Chinas bei 17,7 Billionen Dollar, was bedeutet, dass das chinesische BIP um das 17-fache gewachsen ist. Zum Vergleich, Amerikas BIP ist im gleichen Zeitraum nur um das 2,5-fache gewachsen. Quaichou Moutai fungiert also als eine Art Index für den chinesischen Reichtum und die Macht der CCP, und tatsächlich wird der überwiegende Teil des Moutai von den Regierungsbeamten konsumiert. Im Jahr 2012 wurde geschätzt, dass die Hälfte aller Verkäufe von regierungsnahen Kunden stammte. Präsident Xi hat versucht, dies zu bekämpfen. Eine der ersten Maßnahmen, die er nach seinem Amtsantritt im Jahr 2012 einleitete, war ein hartes Durchgreifen bei den Ausgaben der CCP-Beamten. Dadurch sank der Preis von Moutai vorübergehend, hat sich aber inzwischen wieder erholt, was zeigt, wie mächtig die Marke ist. Aber es gibt nicht nur gute Nachrichten. Zum einen ist Moutai nur innerhalb Chinas von Bedeutung. Tatsächlich stammen 97% der gesamten Einnahmen von Quaichou allein aus China. Westler probieren das Getränk zwar oft, wenn sie China besuchen, aber sie machen es sich nur selten zur Gewohnheit, weil es wie flüssige Rasierklingen schmeckt, vom Preis mal ganz zu schweigen. Aber es sind nicht nur die Westler, die vom Moutai zurückschrecken. Auch die chinesische Jugend mag das Getränk nicht so gerne, vor allem wegen des Geschmacks und der Assoziation mit älteren Generationen. Derzeit sind die 40- bis 60-jährigen Männer die Hauptabnehmer dieses Getränks. Es bleibt also abzuwarten, ob Moutai die Generationen überdauern wird, aber in naher Zukunft wird er nicht verschwinden. Tatsächlich hat Quaichou Ende 2022 Tencent kurzzeitig überholt und war das größte Unternehmen Chinas. Es steht also außer Frage, dass Quaichou Moutai im Grunde die teure alkoholische Coca-Cola Chinas geworden ist, und daran wird sich so schnell nichts ändern. Letztendlich kann man Quaichou Moutai leicht als eine Art Boji-Unternehmen abtun, das der chinesischen Elite Schnaps zu Spottpreisen verkauft, aber wenn wir hinter den Vorhang schauen, wird klar, dass Quaichou Moutai und insbesondere Moutai selbst viel mehr als das ist. Es ist wirklich ein Paradebeispiel für die Macht der Markenbildung. Objektiv betrachtet hat Moutai praktisch nichts zu bieten. Es ist ein Nebenprodukt des Klimas und der Ressourcen einer beliebigen chinesischen Stadt. Aber durch die Kraft der Erzählung, des Geschichtenerzählens und der Markenbildung wurde Quaichou Moutai zu einer chinesischen Ikone gemacht. Sie waren in der Lage, zufällige Ereignisse von vor über 2000 Jahren mit modernen Ereignissen wie dem chinesischen Bürgerkrieg und Mao Zedong zu verknüpfen, die uns sehr nahe gehen, und obwohl es einen längerfristigen Trend weg von Moutai geben mag, genau wie bei Soda, wird Moutai auf keinen Fall schnell verschwinden, sondern in absehbarer Zeit eher weiter wachsen. So verdient man also 300 Milliarden Dollar, indem man die CCP betrunken macht. Würdet ihr 300 Dollar für eine Flasche Moutai bezahlen? Schreibt das in die Kommentare und lasst ein Like da, damit wir bald auch so bekannt sind wie Quaichou Moutai. Danke fürs Zuschauen, schaut euch doch jetzt eines unserer anderen Videos an, und wenn ihr mehr Fragen einfach erklärt haben wollt, abonniert gerne den Kanal.